So. Ja, dann machen wir hier raus auf jeden Fall Kinderschla, also Mädchenschlafzimmer. Die haben hier ein Mädchen da. Da raus. Und den Jungs. Und eigentlich andersrum würde mehr Sinn machen. Jetzt haben wir es wieder dunkel. Das ist definitiv das Elternschlafzimmer. Und dann würde ich sagen, damit fangen wir auch an. So, Möbel. Schlafzimmer. Da. Die brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja einen so einen riesen Wandschrank. Dunkles Bett Nox. Brasilianische Walnuss. Braune Buche. Zeder. Eine Schulme. Buche Schoko. Das Schoko Buche. Ne, dunkle Buche Schoko. Dann hier dunkelrot. Ja. Die nehmen wir auch in Rot. Aber auch dunkel. Ne, doch dunkelrot. Ne, hier nehmen wir in Rot. Das nehmen wir in Rot. Kissen dunkelrot. Hinten schwarz. Ah, das lassen wir auch schwarz. Dann nehmen wir das so und packen das genau hier hin. So, zurück. Ja, und noch ein bisschen nachher. So, was nehmen wir dann? Gibt es was auch für die Kinder? Was Edles? Das Mädchen vielleicht? Nehmen wir das. In. Und das nehmen wir in Zeder. Und so. Das nehmen wir fürs Mädchen. Fürs Mädchenzimmer. Beziehungsweise, ja, die haben jetzt Orange. Sie hat jetzt Orange. Und hier dann für die Jungs. Die sind etwas kleiner, da kriegen die dann noch kleine Betten. Aber wir schauen mal, ob wir vielleicht was Edles finden für die. Kein Doppelbett. Dann nehmen wir das. Das nehmen wir in Walnuss. So. Jo. Nehmen wir einmal hier. Und einmal hier. Ah, da ziehen wir noch ein bisschen an die Wand. Ah, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wie weit geht's? So. Das schon maximal. Der scheint auch schon maximal. Ne, doch nicht. Kann noch ein kleines bisschen. Da. Ja, dann brauchen wir eigentlich andere Wände. So, Wände, Tapeten. Ne, das war unter Paneele. So. Hier. Feuriges Orange, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann müssen wir das eben hier einmal ändern. Hier. Müssen wir auch die Decke gleich ein feuriges Orange machen. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt nicht reichen, dass das zu wenig ist. Egal, kaufen wir gleich nochmal neu, wenn es nicht reichen sollte. Oh. Wir hätten hier dunkleres gehabt.
Jetzt ist auch egal. So, hier einmal. So. 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 So reicht das nicht. Und wir machen nur das, wo diese Paneele dran sind. Den Rest streichen wir einfach. Hat am meisten Sinn. So. Das ist ja nur Verschwendung von diesen Paneelen. Da haben wir wieder so einen Ruckler gehabt, einen Fries. Auch schön. So. Ja. Und hier. Und natürlich hat das nicht gereicht. 1, 2, 3, 4. Ah, das muss jetzt aber hoffentlich reichen. Haben wir da? Ja, da haben wir. So. Zu viel gekauft jetzt dieses Mal. Egal, machen wir den, was wir können. Damit das streichen wir in feuriges Orange. Jo. Und jetzt. Farbe, Farbe, Orange, beides da, das wird reichen. Ja, passt sogar genau. Dann das Stück noch und dann noch die Decke. Habe wieder leer. So, irgendwas vergessen, übersehen. Schauen. Hier haben wir alles, hier haben wir alles. So, dann können wir das wieder verkaufen. Und machen da mal alles schnell in rosa. Wände, Paneele. Ne, wir wollten hier was in dem Farbton haben. Das Lila. Genau. Dann sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Achtmal wird reichen. Und wir fangen hier an. Über der Tür brauchen wir nicht. Da streichen wir dann. Da. Oh, dieser Ruppler gerade. Haben wir vergessen? Hier unten muss ich auch damit wahrscheinlich. Und man sieht das kaum. Aber solange ich die hier habe, kann ich damit dann den Rest machen. Ja. Hier oben noch. Wo ist denn der Rest? Da. Jetzt kommt's. Jetzt habe ich den. Meiste eh für umsonst gekauft hier. So, letzte 10. Kann ich hier einmal so. Jetzt brauchen wir noch Farbe. Wände. Farben. Lila. Dezentes Lila, da haben wir es. So. Und einmal die Decke streichen. Ja. Familie wird sich freuen. Das ist jetzt nur halt die falsche Familie, die jetzt ganz oben ist. Leer. Dann machen wir das hier. Ist. So. Und das war's. Fertig. Nein. Betten hätten wir dann für jeden. So, Möbel, Schlafzimmer, Betten, Kleiderschränke. So, wo ist das für einen begehbaren Schrank? Hier. Schokobuche. Teilnehmen wir Gold, Glas, Schwarz. So. Dann gehen wir mal hier rein. So. Ne, wir machen den mal hier hin. Ja. Können wir da einen kleinen noch hinstellen und dann so. Den. Ne, nicht den. Der hier vielleicht. Schokobuche. Dann hier Gold.
Ja. Der müsste hier perfekt reinpassen. Ja, optimal. Genial. Das gefällt mir. Dann können wir den hier, Buche Schoko, hier nochmal Gold und das Schwarz. Der kommt dann dahin. Da kommt da auch noch einer hin. So, was haben wir hier noch? Oh, der hier würde auch gut hinpassen. Komm, wir nehmen den. Schoko Buche, Gold und ja, das ist geil. Wenn man hier so reinkommt, dann. Und hier auch noch mal alle Schubladen. Wenn man hier aufmacht, hat man auch noch eine Schublade. Da ist nämlich ein Kleiderschrank. So, dann Kleiderschränke, was gibt es noch? Das könnte hier auch edel sein. Das sieht auf jeden Fall edel aus. Buche Schoko und Gold. Das könnte man. Das könnte man dann hier hinpacken. Oh ja. Und das könnte man für die Jungs. Im Kinderzimmer da. Hin tun. Oder sowas einfach mal hier auch. Einfach mal so hinstellen. Und wenn wir hier auch mal vernünftig runterkommen würden, könnte man das auch hier hin tun. Ne, hier. So. Ja, der Typ, der Blonde da, der geilt sich da richtig auf. So. Für die Jungs könnte man. Was könnte man für die Jungs nehmen? Kommt zwei Stück von denen. Buche Schoko, Gold. Einen packen wir hier hin. Und einen hier hin. Wie geht das? Jeder seinen eigenen. So, dann für das Mädchen machen wir das hier. Buche Schoko, Gold. Den packen wir hier hin. Ja. Und dann gab es hier doch irgendwo bestimmt einen größeren. Hier den. Buche Schoko, Gold. Ah. So. Warte mal. Für die. Ich brauche mehr Schlafzimmer. Ja, eins kriegt ihr ja noch. Hier gibt es kein großes Familienzimmer. Es fehlt hier nur an typischen Kinderzimmern. In diesem Haus gibt es keine Schlafzimmer. Hier gibt es keinen Platz zum Kochen. Doch, habt ihr. Ja, keine Ahnung, was mit denen ist. Also, wie ich da jetzt rausfinde, was für die. Was die jetzt haben wollen. Ich habe aber überlegt gehabt, hier vielleicht für die Frau einen Schminktisch oder sowas.
Und Nachttische. Nachttische brauchen wir auch auf jeden Fall. Sowas in Buche Schoko. Hier Gold, Gold, Glas. Blau, hellblau, weiß. Ah, gefällt mir nicht so ganz. Nehmen wir das. Buche Schoko, Buche Schoko und Gold. Nachttisch. Ja, okay, dann machen wir das hier. Das packen wir mal eher dahin. Dann, ja, ein Bett noch für unten. Das brauchen wir noch. Dann nehmen wir Bett mit Muster Nox, dunkles Bett Nox. Dann für unten nehmen wir das hier. Auch in braune Buche. Buche Schoko. Bettzeug dunkelrot. Boah, also ich würde das Ganze jetzt eher so lassen, bis auf das hier. Genau das. Gibt's hier sonst nichts? Kann ich das nicht andersrum machen? Egal, das nehmen wir jetzt. Jetzt den Weg nach unten. Das Bett gefällt mir. Das will ich auch für mich selber haben. Wir haben ja uns schon entschieden, dass wir dieses Haus an diese Familie da verkaufen und das jetzt extra so einrichten, dass es denen gefällt. So. Hier fehlt dann auch noch eine Kommode. Große. Ja, Kleiderschränke. Ah, nehmen wir wieder. Vielleicht können wir den hier nehmen. Gibt es den auch in. Nee, gibt es leider nicht. Aber dann nehmen wir halt dieses edle Ding wieder von vorhin. Dann nehmen wir das. Schoko Gold. Kommt hier hin. So. Und dann noch. Wo war denn das andere? An das andere. Da war es doch. Ja, und hier Gold. Und dann jetzt so kleine Nachtschränke, Nachttische. Den. Nochmal ein Buche Schoko Gold. Packen wir hier hin. Wer von denen jetzt welches Zimmer nimmt, ist mir egal. Ich habe das jetzt einfach so geplant gehabt, dass es das hier für die Großmutter ist von denen. Oben das Elternschlafzimmer. Hier, das ist immer noch das der Essflur. Das hier wird das Wohnzimmer noch. Also dann einfaches Zimmer. Hier haben wir Küche und Abstellraum. Überall muss noch Licht rein, aber kommt noch. Und da ist das Badezimmer. Für alle zusammen. Ja, Esszimmer, genau. Ich bin am Überlegen, das vielleicht alles weiter hier hin zu machen. Wer mehr hier ist. Das hier auch ein bisschen mehr hier. So. Und ich warte darauf, dass der Flur, dass das Spiel erkennt, dass es kein Flur ist. Aber naja, das Spiel will halt nicht anders. Und sogar 6 Stühle. Passt für die komplette Familie.
gibt's denn eigentlich hier noch? Ankleidesets, Kommode. Ankleide-Kommode-Sets, Entschuldigung. Ja, oh, da haben wir's. Kirschbaum, Sapeli. Schauen wir uns das mal an, wie das dann mit dem anderen Holz aussieht. Von der Farbe her den anderen passt. Ja, passt. Passt ganz gut. Kommt dahin. So, dann brauchen wir hierfür noch einen Stuhl. Ich würde sagen, den hier. Eine dunkelgrau. An sich ja, aber wie die Farben auswählen. Die... Nee. Ich brauche schon einen passenden Stuhl. Eine Polsterung sieht das schon nice aus. Passt perfekt. Aber was ist damit? Will ich schon eher den hier nehmen, braun oder so. Ja, ich hätte mir gern was Besseres gewünscht dafür, aber immerhin besser als gar nichts. So, für die haben wir eigentlich soweit alles bis auf einen Nachttisch. Nehmen wir für die genau dasselbe. So, so, so. Also ein Gefühl, wir machen einfach den Knopf da unten. Immer nur geiler darauf. Auf diese Bude. So. Dann würde ich sagen, wir schauen mal. Was gibt es denn hier für Kinder? Betten. Regale. Schränke mit Kommoden. Stühle. Komm, wir suchen. Ah, ich sehe schon den Fehler, den ich gemacht habe. Die beiden weg. Der weg. Der weg. Dann müssen wir hier suchen wir ein richtig schönes, edles Kinderbett. Würde er sagen, das hier. Müsste das auch noch in eine Buche? Nee. Feder. Amerikanische Ulme, Buche. Dann nehmen wir Sapeli. Nee, nicht den. Guck mal. Irgendwie so ein Doppelbett oder sowas. Etagenbett. Oder komm. Wir nehmen den hier. Ein Sapeli. Blau, blau. Einer in blau. Hier oder so mit Ausblick zum Fenster. Nächste. So. Und denselben noch mal mit allem in grün. Ja. Der guckt hier aus dem Fenster. So, dann haben die alles. Da kriegen die hier noch schöne Regale. Haben wir hier grün. Ne, das ist hier für ihn. So. Und in blau für ihn. Hier. So.
Schränke und Kommoden. Ja, da suchen wir auch was Edles. Komm, wir suchen den hier raus. Hier Sapeli. Einmal in Blau und einmal in. Und einmal in Grün. So. Kommt direkt daneben. Dass ich den nicht irgendwie spiegelverkehrt machen kann. Dann gibt es hier noch Kühle, ja. Gibt es den einmal in dunkelblau, nice. Und schwarz. S. Ach, süß. Und im M. Was wäre der dann in M? Ja, das wird hier eher passen. So. Und in Grün. Ich gehe davon aus, dass der eine seine Lieblingsfarbe grün ist und von dem anderen blau. Wenn nicht, erzwinge ich es. So, dann noch Tisch. Die haben Tisch. Warte mal. So. Gibt's noch mehr Informationen über die? Die sieht aber schon aus wie so eine junge Teenagerin, so vielleicht 11, 12 Jahre. Ich glaube, für sie passt schon das Zimmer, wie es hier ist. So.